Als Fitnesstrainerin und Gesundheitsberaterin habe ich das wunderbare Privileg, wirklich Leuten helfen zu dürfen, ihre Ziele zu verwirklichen und zu erreichen. Und wirklich jeder, der zu mir kommt, hat natürlich selbstverständlich seine eigenen Ziele und Wünsche. Aber mir ist wirklich aufgefallen über die Zeit, dass es immer so ein paar Hauptthemen gibt, ein paar Hauptbewegchen, die einfach sehr vielen Leuten am Herzen liegen. Und wer hätte das gedacht? Dazu gehört natürlich mehr Energie im Alltag, bessere Verdauung, besserer Schlaf und die sich einfach in ihrem eigenen Körper wieder wohlfühlen können. Und auf dem Weg zu diesem Ziel, zu diesem eigenen Traum, gibt es natürlich allerdings, und das trifft wirklich bei jedem zu, Hürden, Setbacks, Zweifel, Ängste, denen man sich einfach stellen muss. Und ganz so reibungslos, wie es uns immer auf Social Media vermittelt werden möchte, läuft es halt in der Wahrheit nicht ab. Und damit meine Kunden halt trotzdem ihr Ziel persönlich erreichen, gibt es halt eine Sache, die ich wirklich mit jedem, egal mit wem ich zusammenarbeite, von Anfang an adressiere. Und das ist Mindset. Denn bevor du jetzt wirklich mit den Augen rollst und dieses Video beendest, weil das nicht der 1-Minute-Hack zum Abnehmen war, den du dir vielleicht jetzt erhofft hattest, bitte, bitte, bleib noch dran, denn nach dem Anschauen dieses Videos, das wirst du wirklich nicht bereuen, du wirst einen großen Mehrwert für dich selbst mitnehmen können, das verspreche ich dir. Wir fällen Entscheidungen und setzen damit Dinge in die Tat um, basierend auf unserem Credo oder auch auf unserem Mindset. In der Fitnesswelt beobachte ich leider nur allzu oft, dass die Leute, anstatt mit ihrem Körper zusammenzuarbeiten, richtig oft einfach, koste es, was es wolle, gegen ihren Körper arbeiten. Also wirklich, es wird gekämpft und zwar nicht mit, sondern gegen ihn. Viele haben einfach das Gefühl, sich ständig irgendwie bestrafen zu müssen mit Workouts, die sie hassen, die eigentlich keinen Spaß machen, mit Essen, das ihnen nicht schmeckt. Und sie geben ihrem Körper eigentlich gar nicht wirklich die Pause und auch die Regeneration, die er sich vor allem danach einer so großen Belastung sich dann so sehr wünscht. Wenn das Knie ein bisschen wehtut beim Aufstehen, denkt man sich nur so, ach ja, ist ja nur ein bisschen. Heute auf dem Plan stehen 15 Kilometer Joggen, da muss ich jetzt trotzdem durch. Ich meine, auftreten geht ja noch, gell? Und kurzzeitig können wir uns, sei es aus Angst, Druck von außen oder vielleicht auch einer kleinen Portion Selbsthass, wirklich dazu zwingen, gewisse Dinge zu tun. Aber es wird nicht lange dauern, bis deine Selbstdisziplin nachlässt. Und wenn wir nicht gelernt haben, auf unseren Körper zu hören und wirklich mit ihm zusammenzuarbeiten, anstatt dauernd gegen ihn anzukämpfen, dann werden wir einfach unsere Reise zu einem gesünderen, fitteren Leben, das wird in einem absoluten Albtraum enden und die Reise dorthin wird furchtbar gar keinen Spaß machen. Da stellt sich jetzt aber die Frage, ja, wie kommt es eigentlich dazu, dass unser Mindset so harsch und vor allem so gegen uns selbst gerichtet wird? Dafür stelle ich mir immer sehr gerne vor, dass es sich so ein kleiner Bösewicht in meine Gedanken, also in mein Mindset eingeschlichen hat. Nennen wir ihn mal Wumpi. Okay, der Name klingt irgendwie ziemlich süß, aber ihr könnt euren auch irgendwie anders nennen. Bei mir heißt er jetzt halt Wumpi. So, hier zur Veranschaulichung ein paar typische Dinge, die der Wumpi von vielen von uns gerne mal sagt. Ich hasse es, wie mein Körper aussieht. Boah, ich bin zu schwach. Ich schaffe das doch eh nicht. Andere sind viel besser als ich. Ich kann nicht glauben, dass ich gerade schon wieder die ganze Pizza gegessen habe. Ich habe mir doch vorgenommen, nur die Hälfte zu essen. Ich habe ja gar keine Selbstdisziplin. Was ist bloß los mit mir? Ich habe keine Selbstkontrolle. Ja, der Wumpi, der kann manchmal ganz schön gemein sein. Und der hat einfach diesen ständigen negativen Selbsttalk, der immer so eine Mischung ist aus Wut, Frustration, Trauer und Angst. Aber mit diesem negativen Selbsttalk, Self-Talk, sendest du dir ständig negative Signale. Und diese Negativität führt dann wiederum auch zu negativen Verhaltensweisen, wie zum Beispiel einem noch verkrampfteren Befolgen von noch extremeren Diäten. Der Teufelskreis, der schließt sich dann halt immer. Gut veranschaulichen lässt sich das auch an einem alten chinesischen Sprichwort, das besagt,
Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wenn du also immer nur negative Gedanken hast, dein Zombie also komplett macht, was er will, beeinflusst das halt auch einfach maßgeblich deinen Körper und wie du dich fühlst. Und unser Kopf und unser Körper sind nämlich eine untrennbare Einheit. Das sind nicht zwei verschiedene Sachen, die gehören zusammen. Und wenn deine Gedanken von Stress geprägt sind, dann wird auch automatisch deine Atmung schneller, dein Herz wird schneller schlagen, dein Sympathikus eben aktiviert und das Stresshormon Cortisol freigesetzt. Und bei zu viel Cortisol im Blut wird unter anderem auch eben die Fettverbrennung eingestellt. Und auch viele andere Ziele im Sinne deiner Gesundheit werden eigentlich unerreichbar, wenn du einen ständig hohen Cortisolspiegel hast. So, das macht ja jetzt alles Sinn, gell? Aber was kann ich denn jetzt gegen meinen blöden Wumpi tun? Ich meine, wie komme ich denn aus diesem blöden Teufelskreis überhaupt raus? Was ich immer empfehle an dieser Stelle, ist folgende kleine Übung, die jeder daheim selber machen kann. Setze dich irgendwo hin, wo du deine Ruhe hast. Schließe deine Augen und stell dir einfach mal vor, dass du auf einem einsamen Waldweg unterwegs bist. Und die Sonne, die scheint gerade in dein Gesicht, aber du bist dort nicht alleine, denn auf einmal werden alle deine Gedanken, die in deinem Kopf so schwirren, zu sichtbaren Gestalten. Sie sind also plötzlich nicht mehr in deinem Kopf, sondern umzingeln dich wie eine Schar von Hunden, die ab jetzt dich immer begleiten, egal wohin du gehst. Und jetzt schau dir mal diese Gestalten genauer an. Wer sind sie? Sind es nette Wegbegleiter? Sind das Gestalten, die du gerne an deiner Seite haben möchtest? Welche findest du gar nicht gut? Und welche würdest du am liebsten loswerden? Und welche willst du aber behalten? Welche tun dir gut? Und ich persönlich liebe diese Übung, um einfach mal wie so eine kleine Bestandsaufnahme von deinem Kopf, von deinen Gedanken zu machen, von deinem Mindset und einfach zu erkennen, hey, welche Gedanken und Einstellungen sind hilfreich und welche tun mir ganz und gar nicht gut und sind überhaupt nicht prickelnd. Also, bitte, 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 gib Acht auf deinen Self-Talk, auf deinen Wumpi, ja? Der Wumpi muss nämlich kein Bösewicht sein, also wirklich nicht. Er kann auch tatsächlich eigentlich dein bester Wegbegleiter, dein bester Freund werden, wenn du ihn halt ein bisschen dressierst und ihm nicht einfach alles so einfach durchgehen lässt. Denn wenn du deine Gedanken änderst, dann wird sich auch dein Körpergefühl ändern. Und diese beiden sind einfach eine Einheit. Also wähle wirklich einen liebevollen Umgang mit dir selbst. Behandle dich so, als wärst du selbst deine eigene beste Freundin. So wie du deinen eigenen besten Freund behandelst, so solltest du nämlich auch mit dir selbst umgehen. Denn nur so lernen wir auch auf lange Sicht mit unserem eigenen Körper umzugehen, auf ihn zu hören und ihn auch letztlich so zu akzeptieren, wie er ist und auch dankbar zu sein für die Entwicklung und die Reise, die du mit ihm auch zusammen eben durchstehst. Und eine auf diese Weise, auf Liebe basierende Denkweise, erzeugt auch eine wirklich positive Aufwärtsspirale mit mehr Selbstliebe, mehr Akzeptanz und mehr Gesundheit. Und es hilft dir auch einfach tatsächlich, dich mehr darauf zu konzentrieren, wie du dich fühlst und nicht zu vergessen und darauf fixiert zu sein, wie du aussiehst. So, meine Lieben, ich weiß, das war jetzt ein etwas anderes Video als das, was ich sonst so hochlade mit sehr viel Input. Aber ich bin der Meinung, dass einfach die mentale und seelische Gesundheit genauso wichtig sind, wenn nicht sogar wichtiger, als so die körperliche, als das, was wir so sehen. Und daher wollte ich einfach mit euch heute auch nochmal so ein Real Talk Video machen und einfach eine Runde mal darüber quatschen und es einfach mit euch teilen. Also, was sagt dein Wumpi eigentlich immer so? Teile es gerne in den Kommentaren. Und ich hoffe wie immer, dass du einen wirklichen Mehrwert aus diesem Video mitnehmen konntest. Danke, dass du es auch wirklich angeschaut hast und nicht gleich weggeklickt hast. Das heißt, dir ist dein Körper und deine Gesundheit liegen dir wirklich sehr am Herzen. Thumbs up. Wenn du jemanden kennst, der ebenfalls von dem Video profitieren kann, dann teile es gerne mit dieser Person.
Und in dem Sinne, bleibt fit und gesund. Und dann sehen wir uns übernächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Ich wünsche noch eine wunderschöne Woche. Tschüssi!